Hallo und herzlich willkommen zusammen. Heute in einem Dialog mit meinem Bruder und meiner Wenigkeit. Wir haben ein tolles Projekt abgeschlossen, einen großen Meilenstein erreicht und würden sehr gerne etwas näher darauf eingehen, wie es dazu kam, was für ein Projekt es sich handelt. Wir sind jetzt auch offiziell in der Lage zu kommunizieren, das Ganze auch wirklich publik zu machen und haben uns dann kurzfristig entschieden, uns einfach mal an den Tisch zu setzen, das Ganze nochmal zu rekapitulieren. Wie kam es dazu? Was waren die großen Herausforderungen? Deswegen hier als so eine Art Dialog, da auch herzlich willkommen an dich, Bruder Herz. Freut mich sehr. Genau. Vielen Dank für die Einladung. Genau, dass du hier sein darfst, zu später Stunde, aber noch ist hell, also noch können wir entspannt sprechen, bevor es ins Wochenende geht. Vielleicht kannst du mal so allgemein ein paar Facts dazu sagen, um welches Objekt es sich erstmal handelt. Der eine oder andere weiß es vielleicht schon, man hat es vielleicht schon gelesen aus Dealmeldungen oder dergleichen, aber was war das Projekt, wie kam es dazu und vielleicht so ganz grob die Key-Kennzahlen des Objekts mal nennen, über das wir heute sprechen möchten. Weil es ist wirklich ein großer Meilenstein, es ist ein riesen Projekt gewesen, das hast dann erfolgreich dann ins Ziel gebracht, wie so viele davor auch. Und genau, vielleicht kannst du da nochmal beginnen mit. Ja, sehr gerne. Also vielleicht zu dem Projekt an sich. Es ist ein innerstädtisches Projekt in Karlsruhe mit 29 Wohnungen. Es wurde komplett im Bestand sozusagen kernsaniert auf Neubaustandard. Es wurde auch ein hoher Energieeffizienzstandard erreicht. Und es sind 29 Wohnungen, die wir sozusagen global veräußern konnten, eben trotz den Verwerfungen am Markt mit höheren Zinsen und allem drum und dran, haben wir es trotzdem geschafft im Oktober, also kurz nach der Expo, zum Notar zu gehen. Jetzt war die Schlussabnahme diesen Monat. Das hat erfolgreich. Erfolgreich funktioniert. Es war wirklich sehr, sehr gut gemacht von unserem Kunden, der uns da beauftragt hat. Mhm. Das ist ein langjähriger mittelständischer Kunde, den wir bestimmt schon 6, 7 Jahre auch in Vermietungsgeschäften, aber auch bei Transaktionen in der Vergangenheit erfolgreich unterstützt haben. Mhm. Und ja, es freut uns natürlich sehr, wenn es halt ein langjähriger Kunde ist, wo wir auch wirklich schon auch ein sehr gutes Vertrauensverhältnis aufgebaut haben und wo wir dann auch sozusagen die Zusammenarbeit, die langfristige eben auch nochmal belohnen konnten mit so einem tollen Projekt, mit dem Monninger Hof, so haben wir es ja auch genannt. Genau. Und ja, es war jetzt 1,5 Jahre Arbeit. Wir sind eigentlich von der Pike auf dabei gewesen, wo es entkernt wurde, wo die Treppen. Ja, da war ich sogar dabei, da habe ich, glaube ich, da war auch mit der Drohne. Das war, glaube ich, der erste Einstieg, da habe ich es mit der Drohne gesehen. Genau. Und da sind wir im Winter, glaube ich, mal hingefahren. Das war noch in Lockdown-Zeiten, glaube ich. Richtig. Vor allem Winter, vor 1,5 Jahren. 1,5 Jahren im Winter, also ziemlich genau irgendwo Lockdown und Depri-Phase. Richtig. Und dann die Fotos gemacht und den Hof angeschaut und dann hieß es, was macht man damit? Macht man da jetzt ein Low-Budget? Macht man es im Einzelvertrieb oder wird das komplette Ding auf den Kopf gestellt? Und dann war ja letzteres zutreffend. Also einmal kernsaniert wahrscheinlich, oder? Einmal kernsaniert, aber es sieht wirklich, also für mich war das wieder ein Eye-Opener zu sehen, jetzt bei der Schlussabnahme, wie schön das Projekt auch geworden ist. Ja, und stimmt. Die Fassade und auch der Innenhof, es war ja vorher Flammen und alles. Ja. Und jetzt ist es wirklich ein toller Garten geworden und tolle Außenterrassen. Also da hat der Projekt sich wirklich nicht lumpen lassen, sondern hat da wirklich qualitativ sehr hochwertig auch ausgebaut. Und ja, wir sind einfach stolz, dass wir es geschafft haben, das Projekt gut zu einem guten Kaufpreis auch zu veräußern, aber gleichzeitig auch sozusagen ja, unser Versprechen, was wir da auch gegenüber dem Investor erbracht haben, beim Thema Vermietung auch die anspruchsvollen Mietpreise eben zu erreichen. Da sind wir jetzt circa bei 50% Vermietungsstand, was auch, denke ich, ein gutes Ergebnis ist. Und ja, also von daher, das war natürlich, manchmal war es nicht so einfach, den Prozess aufzubauen, aber wir hatten es dann wirklich zu einem relativ frühen Zeitpunkt schon, waren wir uns schon wirtschaftlich einig und konnten dann auch die Eckpunkte sozusagen und den Vertrag sozusagen ins Ziel bringen. Ja, wir haben ja auch, ich glaube, viele haben es mit Sicherheit schon gesehen, die Vermietung, als die Vermietung losging, haben wir ja noch ein tolles Video erstellt. Die Kollegen der Media haben dann da super Arbeit geleistet und haben dann mal so ein Walkthrough gemacht mit den Key Facts. Können wir vielleicht auch mal hier im Video einblenden zu dem Video. Kann man sich nochmal anschauen. Ist wirklich sehr gelungen und mit diesem Hof
Und dann auch der Ausbau, glaube ich, nach ganz oben wurde nochmal zusätzlich entwickelt. Genau, es wurde aufgestockt. Aufgestockt, genau. Von der Seite wurden mehrere Aufzüge angebracht. Klar, also statisch wurde es, das ist eigentlich das Schwierigste immer im Bestand, sozusagen ein Objekt aufzustocken und dann nochmal erweiterte Wohnflächen zu schaffen, erweiterte Terrassenflächen zu schaffen und dann wirklich das auf links zu drehen. Also da auch Chapeau an den Projektentwickler, der das wirklich sehr gut gemacht hat. Und von daher, wir sind einfach stolz und froh, dass wir alle gemeinsam so gut funktioniert haben und nur deshalb hat es auch dann nachher geklappt. Ja. Und den Deal eben übers Ziel. Ja, aber es ist ja schon eigentlich fast Mission Impossible, jetzt ohne dass wir zu viel Eigenlob stinkt, aber dass man mit diesem Faktor dann da in die Veräußerung geht, ist eigentlich, wenn du es irgendeinem erzählst, dass du das vorhast, dann glaubt dir in der Regel zu dem Zeitpunkt, weil da ja schon die Krise schon voll im Gange war, glaubt dir ja keiner mehr, oder? Ja, wobei es war halt schon, sage ich mal, irgendwo gerechtfertigt, weil also wir haben halt gesehen, dass in der Innenstadt in Karlsruhe ist so wenig entstanden in den letzten Jahren und es gibt einfach, die These war eigentlich die, dass man ganz viele Mieter anspricht, die so einen Standard, so einen hohen Standard von Wohnungen eigentlich suchen, aber die es einfach in der Weststadt in Karlsruhe nicht gibt. Verstehe. Und das hat sich auch bewahrheitet, weil wir sind eigentlich 2 Euro über dem Markt oder sag ich mal über diesen Durchschnittsmarkt, den man immer so mit den 13,50 Euro bis 14 Euro eben kennt in Karlsruhe, da sind wir 2 Euro teurer und dennoch haben wir eben den Markt getroffen, Gott sei Dank. Und das war einfach die Nische, sag ich mal, von gut verdienenden Leuten, die eben sich auch was gönnen möchten, die auch eine schöne Wohnung haben möchten, die qualitativ ausgebaut ist und auch diese verschiedenen Größen eben von 60 Quadratmeter bis 120 Quadratmeter mit Dachterrassen und so weiter. Ja. Also es gibt eine große Bandbreite auf der einen Seite an Wohngrößen, auf der anderen Seite ist einfach sehr qualitativ Neubau. Mit sehr, sehr großen Fliesen im Bad, mit wertigen Holzelementen, Parkettböden, Küche, also Fußbodenheizung und Küchen. Das war eigentlich der richtige Fokus, deswegen hat dann auch hinten raus die Vermietung gut geklappt und auch der Deal geklappt, weil einfach auch da wieder das, ich sag mal, Economics 101, Nachfrage versus Angebot. Es gibt einfach wenig Angebot und der Nachfrageüberhang ist einfach da und deswegen hat es auch funktioniert. Super. Und es gibt noch Wohnungen zu anderen. Es gibt noch Wohnungen, ja. Man kann sich's anschauen. Also wer Interesse hat und das Video gerade sieht, sehr gerne. www.moninghof.de, alles zusammengeschrieben, wurde übrigens auch von uns erstellt, entwickelt und designt, um auch mal die Kollegen aus dem IT und der Medienabteilung zu loben und nicht immer nur den Vertrieb. Absolut. Da haben sie auch tolle Arbeit geleistet. Das war wirklich, was mich stolz macht, war, wie du es richtig gesagt hast, es war einfach eine Teamleistung. Ich glaube, jeder von uns war einmal vor Ort mindestens. Ja, genau. Manche waren sehr oft vor Ort. Von der Medienabteilung bis hin zur IT. Also jeder war mal, hat es sich angesehen vor Ort. Deswegen hat es uns natürlich lange beschäftigt, das Projekt. Ja. Und umso cooler ist es natürlich, wenn man dann halt gemeinsam als Team den Abschluss schafft. Und die Kollegen Helmut Kümmerle und Julia Neier waren in der Vermietung tätig, erfolgreich. Ja. Ich hatte das Glück, den Investor eben anzusprechen und mit ihm sozusagen den Kaufvertrag zu machen. Also das macht mich halt auch stolz, dass mir Permantos da als Team super funktioniert hat und jeder seine Stärken einbringen konnte für den erfolgreichen Abschluss. Und wie oft ist das Projekt gestorben auf dem Weg? Jeder gute Deal stirbt einmal. Aber so ganz gestorben ist eigentlich nie. Eigentlich nie, oder? Das war eigentlich immer. Nee, weil wir hatten eigentlich immer 2, 3 konkrete Kaufinteressenten. Mhm. Und der jetzige Käufer ist auch ein langjähriger Kunde von uns, hat dann eben die Nase vorn gehabt und hat das überzeugende Angebot dann geliefert und dann konnten wir es abschließen. Super. Und gibt es da jetzt schon Folgeprojekte oder ähnliche Projekte, die sich daraus ableiten? Gibt ja dann auch immer die Chancen, wenn man ein gutes, erfolgreiches Projekt ins Ziel bringt, dann folgen meist mehrere oder es gibt dann Folgeaufträge. Gibt es da schon was, wo man so ein bisschen anteasern dürfen oder ist es noch, sag ich mal, intern, darf man da schon was? Ja, es gibt ein weiteres Projekt von demselben Verkäufer. Ja. Da sind wir dran, an einem auch in sehr guter Lage in Karlsruhe ein gemeinsames Projekt zu entwickeln und genau gleich groß, ungefähr 3.100 Quadratmeter Wohnfläche.
Das ist noch below the radar und noch sehr vertraulich, weil wir da eben noch gewisse Anpassungen eben machen bei der Planung. Aber vielleicht auch wieder in derselben Konstellation, wer weiß. Amandus wäre auf jeden Fall wieder dabei. Genau, wieder vorne dabei. Das ist doch super. Nein, voll gut, super. Also vielen Dank für die Einblicke. Ich glaube, das war, um diese Entwicklung zu begleiten oder einfach nochmal ein paar Worte darüber zu verlieren und nicht einfach nur mit Facts. Wie gesagt, es gibt da die tollen Links auf YouTube und Videos, wo wir Sie da gerne zu einladen, sich das nochmal anzuschauen und auch auf der Webseite. Ein paar Wohnungen sind noch frei, können Sie sich gerne melden. Und dann sind wir gespannt in Zukunft, wenn dann die weiteren großen Projekte abgeschlossen werden, wie es da lief und auf die nächste Runde im Austausch mit dir und mir. Genau. Absolut, wir sind hochmotiviert und wollen da einfach gemeinsam noch vieles mehr auf die Beine stellen. Genau. Und von daher kontaktieren Sie uns gerne. Wir sind für Sie da. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao. Tschüss.